Ob wir sie erforschen oder nur aus der Ferne betrachten, Berge haben uns schon immer fasziniert. Und das aus gutem Grund. Diese riesigen, magisch anmutenden Naturgebilde können einige wirklich unglaubliche Geheimnisse beherbergen. Von einer seltsamen, übernatürlich anmutenden Höhle bis hin zu einem Wasserfall, der nach oben fließt, ist es Zeit, die Wanderschuhe wieder anzuziehen und noch mehr Geheimnisse in den Bergen zu entdecken. Der Schatzberg. Komm schon, jeder hat mal davon geträumt, einen versteckten Schatz zu finden. Aber im Jahr 2013 wurde der glückliche Fund eines Mannes etwas zu viel. Während er den französischen Gipfel des Mont Blanc bestieg, bemerkte der Mann eine Metallkiste, die aus dem Schnee ragte. Interessiert grub er sie aus, öffnete sie und entdeckte darin einen riesigen Hort von Smaragden, Rubinen und Saphiren. Voller Erstaunen nahm der Mann die Kiste und trug sie den Berg hinunter, aber anstatt den Schatz zu behalten, zeigte er ihn bei der Polizei an und erfuhr, dass er über 160.000 Dollar wert war. Verdammt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch getan hätte, oder vielleicht doch, wenn ich wüsste, woher die Juwelen tatsächlich stammten. Es stellte sich nämlich heraus, dass 47 Jahre zuvor, 1966, ein Flugzeug mit 117 Personen an Bord in den Berg gestürzt war. Traurigerweise überlebte niemand. Der Absturz ist seither Gegenstand von Verschwörungstheorien, denn an Bord des Flugzeugs befand sich der Vater der indischen Atomindustrie, Homi Bhabha. Einige spekulieren, dass es gar kein Absturz war, sondern dass das Flugzeug absichtlich abgeschossen wurde. Wie auch immer, seither wurden alle möglichen Gegenstände und Besitztümer in der Umgebung der Absturzstelle gefunden. Die Juwelen gehörten also mit ziemlicher Sicherheit zu den Passagieren. Wer genau, bleibt jedoch ein Rätsel, denn niemand hat je behauptet, etwas davon zu wissen. Im Jahr 2021 wurde erklärt, dass der Bergsteiger die Juwelen im Wert von 84.000 Dollar behalten durfte. Mann, in diesem Fall hat es sich wirklich gelohnt, ehrlich zu sein, obwohl ich mir Sorgen machen würde, dass sie verflucht sind. Ich habe Filme gesehen. Niemand findet jemals so viele Schätze, ohne dass sie verflucht sind. Versteckter Koloss. Am Fuße des Apennin in der Toskana in Italien gibt es einen sehr seltsamen Anblick zu bestaunen. An einem Ende eines überwucherten Teiches steht ein riesiger Mann, der 36 Fuß hoch ist. Natürlich ist es kein lebender Mann, sondern wurde er komplett aus Stein gemeißelt, wie aus einem Fantasy-Roman. Sein Name? Der Apennin-Koloss. Der Koloss wurde in den späten 1580er Jahren von dem italienischen Renaissance-Bildhauer Giambologna geschaffen und verkörpert die Berge, die sich in der Ferne über ihn erheben. Aber hinter dieser Skulptur verbirgt sich weit mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Am Sockel befindet sich eine kleine Höhle, die ins Innere führt, und wenn du hineingehst, wirst du feststellen, dass das ganze Ding eigentlich hohl ist. Tatsächlich gibt es im Inneren der Statue eine Reihe von versteckten Netzen und Höhlen, die sich über drei verschiedene Ebenen erstrecken. In der einen befindet sich ein achteckiger Brunnen, der der griechischen Göttin Thetis gewidmet ist, während eine andere Kammer groß genug ist, um ein kleines Orchester darin spielen zu lassen. Das Innere des Riesenkopfes ist jedoch bei weitem das interessanteste Merkmal. Hier kannst du eine Feuerstelle anzünden, durch die Rauch aus den Nasenlöchern des Kolosses in den Himmel aufsteigt. Nachts beleuchtet das Feuer die Augen der Statue und lässt sie noch magischer aussehen. Fast so, als ob sie lebendig wäre. Mann, wenn ich darüber stolpern würde, würde ich mich wohl spontan auf einen epischen, bevorstehenden Bosskampf vorbereiten. Das hohe Leben. Was ist dein Traumhaus? Ich habe ein paar, aber keines davon ist schwindelerregende 1,7 Meilen hoch in die Felswand des Monte Cristallo in den italienischen Dolomiten gemeißelt. Wie zum Beispiel dieses hier. Das Klippenhaus ist ebenso rätselhaft wie erschreckend. Ich meine, wer hat das gebaut? Wie und warum? Nun, seine Ursprünge reichen offenbar bis in den Ersten Weltkrieg zurück. Clevere italienische Soldaten erklommen den Berg und bauten das Haus, um sich auszuruhen, da es vor feindlichem Beschuss sicher war und ihnen eine strategische Überwachungsposition bot. Ein Angriff wäre nahezu unmöglich gewesen, der einzige Weg zu der gefährlichen Höhle führte über einen tückischen Bergpfad. Okay, aber das macht es nur noch rätselhafter, wie sie gebaut wurde. Und nun, wir wissen es nicht genau. Seltsamerweise gibt es keine Aufzeichnungen darüber.
Wenn man bedenkt, dass es wahrscheinlich vor über 100 Jahren gebaut wurde, kann man darauf wetten, dass die Arbeit verdammt hart gewesen sein muss. Nicht nur, dass die Ziegel und das Holz mühsam den steilen Bergpfad hinaufgetragen wurden, sie wurden auch nach oben zusammengebaut. Und das alles unter der ständigen Gefahr, vom Feind entdeckt zu werden. Heutzutage können mutige Kletterer den gewundenen Pfad zum Haus bezwingen, ohne Angst vor feindlichen Aufständischen zu haben. Aber ich glaube, ich verzichte trotzdem, danke. Du solltest aber auf keinen Fall darauf verzichten, die Gefällt mir und Abonnieren-Button zu drücken. Auf diese Weise verpasst du nie wieder eines der erstaunlichen Videos. Alles gemacht? Cool. Weiter und aufwärts. Wasseranstieg. Du hast sicher schon von einem Wasserfall gehört, aber jetzt mach dich bereit für den Wasseranstieg. Nein, diese Aufnahmen werden nicht rückwärts abgespielt. Das ist ein Wasserfall, der nach oben fließt. Ob du es glaubst oder nicht, das ist keine Magie oder Illusion. Der Wasserfall wird von extrem starken Winden verursacht, die gegen die Felswand blasen und durch die einzigartige Form der Felsen nach oben gelenkt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wind stark genug ist und die Felsen die richtige Form haben, ist sehr gering. Aber in Großbritanniens Kinder Downfall in den ausgedehnten halbgebirgigen Mooren von Derbyshire herrschen genau die richtigen Bedingungen dafür. Und es sieht aus wie aus Herr der Ringe. Hoffentlich ist Derbyshire nicht voller menschenfleischhungriger Orks. Teuflisches Davelis. Die griechische Hauptstadt Athen ist durchdrungen von Geschichte, Kultur und Mythen. Doch auf dem nahegelegenen Berg Penteli liegt eine wenig bekannte Höhle, die tief in den Berg hineingeschnitten ist und noch mehr Geheimnisse birgt als die Stadt selbst. Zumindest behaupten das einige. Die Davelis-Höhle ist durch eine alte byzantinische Kirche am Eingang gekennzeichnet. Dahinter liegt die eigentliche Höhle, die zu einer Reihe von dunklen, unbewohnten Tunneln führt, die sich durch den Berg ziehen. Diese sind schon unheimlich genug, auch ohne die Geschichten, die sich um die Höhle ranken, die in sie hineinführt. Menschen haben berichtet, dass ihre elektronischen Geräte ausgefallen sind, nachdem sie hineingegangen waren, dass Wasser in scheinbar unmögliche Richtungen fließt und dass sogar Geistererscheinungen in den Höhlen herumspuken. Außerdem gibt es viele Gerüchte über Menschen, die hineingingen und nie wieder hinausgingen. Ob das alles wahr ist oder nicht, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass die Regierung die Höhle in den 1980er Jahren unter dem Vorwand, neue Tunnel zu graben, versiegelt hat. Die Ausgrabungen wurden jedoch plötzlich ohne Erklärung eingestellt und die Höhle aufgegeben. Niemand weiß warum und die seltsamen Umstände haben den unheimlichen Ruf der Höhle nur noch mehr angeheizt. Satanische Kulte sollen in den dunklen Tiefen der Höhle angebetet haben und wer kann es ihnen verdenken? Kannst du dir eine bessere Höhle vorstellen, in die du deine teufelsanbetende Anhängerschaft bringen kannst? Es gibt nur einen Weg, um sicherzugehen, dass die Gerüchte wahr sind. Du musst selbst in die Höhle gehen. Und diese Nachforschungen überlasse ich gern jemand anderem. Culver Hole. Wenn du schon mal in Wales in Großbritannien warst, weißt du, dass es dort eine Menge Burgen gibt. Tatsächlich ist die Burgendichte pro Quadratkilometer höher als sonst irgendwo auf der Welt. Wenn du also zufällig das hier in einer hohen Felsspalte an der Küste von Swansea siehst, kannst du davon ausgehen, dass es sich um eine Burg handelt. Spoiler-Alarm, das ist sie aber nicht. Das seltsame Bauwerk wurde im 13. Jahrhundert erbaut und diente als Taubenschlag, ein Ort, an dem Tauben untergebracht wurden. Damals hielt sich die Elite der Gesellschaft die Vögel als Statussymbol, aber auch als Futter und Dünger. Ein Taubenschlag, der heimlich in die Seite einer Klippe gebaut wurde, ist jedoch zweifellos seltsam. Wie du dir sicher denken kannst, ist dies kein gewöhnlicher Taubenschlag. Die bevorstehende 60 Fuß hohe Steinmauer wurde vor der Culver Hole Höhle gebaut, einer uralten Höhle, um die sich unzählige mysteriöse Geschichten ranken. Die Legende besagt, dass Schmuggler und ein mächtiger Räuber namens John Lucas die Höhle nutzten, um ihre gestohlenen Waren darin zu verstecken. Es soll sogar einen geheimen Tunnel im hinteren Teil der abgesperrten Höhle geben, der groß genug ist, um ein ganzes Pferd durchzureiten. Sie wurde also gebaut, um die Beute von der Höhle zu einem nahegelegenen Gebäude zu transportieren, das heute eine Ruine ist. An der Ruine gibt es jedoch keine Anzeichen für einen Tunnel. Wenn du ihn also finden willst, musst du die Mauer am Culver Hole erklimmen und durch eines der Fenster reinklettern. Wie löchrig. Kondensstreifen. Im April 2022 ereignete sich über dem Lazy Mountain in Alaska etwas, das das Internet mit wilden Verschwörungstheorien in Brand setzte. Am Morgen des 7. Aprils bemerkten die Alaskaner plötzlich eine seltsame Rauchsäule, die über den Himmel zog.
Die seltsam aussehende Formation hielt mehrere Minuten lang an, mit rankenartigen Anhängseln, die hinter ihr flogen, bevor sie scheinbar irgendwo hinter dem Berg abstürzte. Es dauerte nicht lange, bis die Leute Bilder des Phänomens ins Netz stellten und die Theorien überschlugen sich. Vom Meteor bis hin zum UFO und allem dazwischen. Wenn ich das Ding vor mir über den Himmel hätte rasen sehen, hätte ich vielleicht gedacht, dass das jüngste Gericht bevorsteht. Als Reaktion auf die Berichte stiegen die Alaska State Troopers in einen Hubschrauber und flogen die Gegend ab, um nach Verdächtigem zu suchen, und sie fanden nichts. Nada. Keine Hinweise auf einen Flugzeugabsturz, einen Meteor oder Außerirdische. Habt ihr eine Ahnung, was sie daraus geschlossen haben? Nun, die Behörden vermuten, dass es nur der Kondensstreifen eines Flugzeugs war. Kondensstreifen sind Spuren von Kondenswasser, die von Flugzeugabgasen hinterlassen werden, wenn sie meilenweit über der Erde fliegen. Aber hey, das sah doch nicht wie ein normaler Kondensstreifen aus, oder? Die Sache ist die, dass Kondensstreifen massiv von der Atmosphäre der Luft, in der sie entstehen, beeinflusst werden können. Wenn die Luft feucht ist, bleibt ein Kondensstreifen normalerweise viel länger bestehen und sieht viel dicker aus als bei trockener Luft. Die atmosphärischen Bedingungen und die Sonne, die auf eine bestimmte Art und Weise auf ihn traf, ließen den Kondensstreifen in Alaska also mega seltsam aussehen. Aber leider war es auch nur ein Kondensstreifen, es sei denn, du glaubst, dass die Polizei in Alaska gelogen hat. Verwirrende Säule. Erinnerst du dich an das verrückte Klippenhaus in den italienischen Dolomiten? Würdest du lieber dort leben oder hier? Ja, in einem gebirgigen Landstrich in Georgien gibt es ein super prekär aussehendes Bauwerk, das auf einem 130 Fuß hohen Kalksteinpfeiler steht. Mir wird schon schwindelig, wenn ich es ansehe. Aber was macht es hier? Warum sollte jemand an einem Ort leben wollen, den man nur über eine schrecklich gefährliche vertikale Stahlleiter erreichen kann? Die Wahrheit ist, dass das Gebäude nicht nur ein Haus, sondern eigentlich eine Kirche ist. Es wird vermutet, dass sich ursprünglich zwei Kirchen auf der Säule befanden, die zwischen dem 5. und 10. Jahrhundert erbaut wurden. Wahrscheinlich wurden sie so hoch gebaut, damit die Mönche Askese praktizieren können, eine Form der extremen Selbstdisziplin, bei der sie sich abkapselten und auf sinnliche Freuden verzichteten, um spirituelle Ziele zu verfolgen. Mit der Zeit verfielen die Kirchen jedoch, bis sie 2005 wieder zusammengebaut wurden. Heute befindet sich am Fuße der Säule ein Kloster und die Kirche obendrauf. Die Mönche machen den beängstigenden Aufstieg immer noch als Teil ihrer Pilgerreise, aber niemandem sonst ist es erlaubt, dies zu tun. Ich beschwere mich nicht. Ich habe jedes Mal genug Angst, wenn ich auf eine Leiter steige. Das Rätsel von Kenny Veach. Ich liebe ein gutes Geheimnis. Als ich also auf den seltsamen, traurigen Fall des Wanderers Kenny Veach aus Las Vegas stieß, wusste ich, dass ich ihn mit dir teilen muss. Alles begann im Jahr 2014, als ein YouTube-Nutzer ein Video kommentierte, in dem er ein seltsames Erlebnis in einer M-förmigen Höhle beschrieb. Offenbar waren sie in den Bergen von Nevada unterwegs, als sie auf eine seltsam geformte Höhle in den Felsen stießen. Aus purer Neugierde gingen sie hinein und waren schockiert, als sie eine Art von Vibrationen in ihrem Körper spürten. Je weiter sie hineingingen, desto stärker wurden die Schwingungen, bis sie plötzlich eine schreckliche Angst erfasste und sie die Flucht ergriffen. Es überrascht nicht, dass der Kommentar auf YouTube explodierte. Dutzende von Menschen reagierten und forderten Snakebit, den YouTuber, auf, in die Höhle zurückzukehren. Ein böser Kommentator warnte ihn jedoch, dass er nie wieder herauskommen würde, wenn er zurückginge. Trotzdem ging er zurück, oder er hat es zumindest versucht. Es stellte sich heraus, dass dieser Kommentator in Wahrheit der begeisterte Amateurforscher Kenny Veach war. Kenny hat dieses Video gepostet, in dem er versucht, in die Höhle zurückzukommen. Am Ende hat er die Höhle nicht gefunden, aber er versprach, es noch einmal zu versuchen. Dieses Mal kam er nicht zurück. Tatsächlich verschwand er nach dieser dritten Mission spurlos und wurde bis heute nicht gefunden. Sein Handy wurde in der Nähe der Stelle gefunden, an der er das erste Video gefilmt hatte, aber es gab keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Die Internetspürnasen waren außer sich. Einige vermuteten, dass er über einen geheimen Eingang zur mysteriösen Regierungseinrichtung Area 51 gestolpert und deshalb zum Schweigen gebracht worden war. Andere meinten, er hätte sich einfach verlaufen. Seine Ex-Freundin vermutet jedoch, dass seine Depressionen etwas mit dem Verschwinden zu tun haben können. Was denkst du? Wie auch immer die Antwort lautet, die ganze Sache ist unbestreitbar seltsam. Lass es mich in den Kommentaren wissen. Das Trollloch.
Auch wenn du noch nie in Norwegen warst, kennst du vielleicht einige der reich mythologischen Traditionen. Die Legende von Thor zum Beispiel lässt sich bis dorthin zurückverfolgen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die winzige, rätselhafte Insel Thorgøt im Norden des Landes eine ganz eigene Legende umgibt. Die Insel wird von einem gewaltigen Granitberg beherrscht, der als Thorkatten bekannt ist. Und genau in der Mitte des Thorkatten befindet sich ein seltsames, perfekt rundes Loch, das die ganze Struktur durchschneidet. Wenn die Sonne hindurchscheint, sieht die ganze Szene so surreal aus, sogar magisch. Die Legende besagt, dass das Loch vor langer Zeit entstanden ist, als Trolle das Land durchstreiften. Ein Troll namens Hestmannen ritt auf seinem Pferd, als er eine schöne Trolldame namens Leggamøya sah. In dem Wunsch, Leggamøya zu umwerben, galoppierte Hestmannen auf sie zu, aber sie war nicht interessiert und rannte davon. Frustriert nahm Hestmannen seinen Bogen von der Seite, zog die Sehne zurück und schoss einen Pfeil direkt auf die fliehende Trolldame ab. Gut zu wissen, dass sich das Verhalten der Männer seit den Zeiten der Trolle nicht geändert hat. Doch wie aus dem Nichts schritt ein dritter Troll ein, um sie zu retten, und warf seinen Hut in Richtung des Pfeils. Er hatte Erfolg und der Pfeil durchbohrte stattdessen den Hut und warf ihn dabei aus der Bahn. Der löchrige Hut landete, aber gleichzeitig ging die Sonne auf und verwandelte den Hut und alle Trolle in Stein. Thorkatten ist der Hut und die anderen Trolle sind die umliegenden Berge. Zumindest besagt das die Legende. Die Realität ist wahrscheinlich weniger aufregend. Wissenschaftler vermuten, dass vor tausenden von Jahren, während der skandinavischen Eiszeit, Eis und wasserlose Felsen in der Mitte des Berges erodiert haben. Diese verschwanden schließlich, aber die härteren Felsen um sie herum blieben und bildeten den seltsamen Tunnel. Aber was wissen die schon? Ich bin Team Troll. Putins Palast. Wenn es um politische Führer geht, sind nur wenige in so viele Geheimnisse gehüllt wie der russische Präsident Wladimir Putin. Aber nur wenige Dinge bleiben für immer geheim. Im Jahr 2010 schrieb ein russischer Whistleblower einen offenen Brief, in dem er den Bau eines riesigen geheimen Palastes in seinem Land enthüllte, der angeblich von Putin in Auftrag gegeben wurde. Obwohl der Brief zunächst für Empörung sorgte, geriet er bis 2021 aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit, als Putins Opposition einen Dokumentarfilm über das geheimnisvolle Gebäude veröffentlichte. Das riesige Herrenhaus liegt versteckt in einem stark bewaldeten Teil der Region Krasnodar an der Küste Westrusslands. Es wird von angeblich unüberwindbaren Zäunen und bewaffneten Sicherheitskräften bewacht und ist Teil eines größeren Anwesens, das eine eigene Kirche, ein Amphitheater und sogar eine Flugverbotszone über sich hat. Putin behauptet, er habe nichts damit zu tun, aber das klingt für mich ziemlich verdächtig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ganze 1,4 Milliarden Dollar gekostet hat und dass die dort arbeitenden Menschen keine Handys mitnehmen dürfen. Ja. Oh, und es gibt auch noch einen geheimen Eingang, versteckt am Ende eines langen Tunnels, der in den Berg gebaut wurde. Das erinnert mich wirklich an das Versteck eines bösen Bösewichts. Aber was befindet sich eigentlich darin? Nun, eine ganze Menge. Obwohl Kameras im Inneren nicht erlaubt sind, hat jemand die Grundrisse geleakt und daraus Renderings der Räume erstellt. Es gibt einen super schicken Lesesaal, einen Pool, eine Bar, ein Casino, ein vollwertiges Theater und noch viel mehr. Mein Favorit ist jedoch der Saal mit der Tanzmatte drin. Ja, ihr habt richtig gehört. Wer hätte gedacht, dass Putin ein Genie bei Dance Dance Revolution ist? Ich nicht. Das Casino hingegen ist nicht so überraschend. Ich wette, er ist Meister im russischen Roulette. Weiße Klippen. Vielleicht hast du schon mal von den White Cliffs of Dover gehört, eine 8 Meilen lange, Meter hohe Felswand an der Küste Südostenglands. Ich wette, du hast noch nichts von dem riesigen geheimen Tunnelkomplex gehört, der sich in ihrem Inneren befindet. Auf halber Höhe einer der Klippen ragt eine seltsame, kastenförmige Form hervor. Wenn du ein erfahrener Kletterer mit der richtigen Ausrüstung bist, kannst du bis zu diesem Punkt klettern und durch das Loch in der Mitte kriechen. Wenn du das geschafft hast, siehst du dich mit einem langen, engen Tunnel konfrontiert, der tief in den Felsen hinabführt. Und er geht weiter und weiter und weiter. Also, was hat es mit diesem Ort auf sich? Hast du eine Vermutung? Nein? Na gut, eigentlich stammt er aus dem Zweiten Weltkrieg. In der Überzeugung, dass die deutsche Armee versuchen würde, an den Stränden unterhalb der Klippen zu landen, bauten die Briten eine Reihe von Beobachtungs- und Maschinengewehrposten in die Seite der Klippen. Dieser hier wurde für ein Geschütz gebaut und war ursprünglich durch einen inzwischen versiegelten Eingang zugänglich. Das Versteck an den Klippen bot nicht nur einen tollen Aussichtspunkt, sondern war auch fast unmöglich, von vorne anzugreifen. Ziemlich genial. Zum Glück war die ganze Mühe umsonst, der Angriff kam nie. Aber die Tunnel sind noch heute eine seltsame Erinnerung an den vergangenen Konflikt.
Ich will damit nur sagen, dass ich weiß, wohin ich gehe, wenn es jemals eine Zombie-Apokalypse gibt. Bunker Bunker. Bei einer Wanderung durch das Gasterntal in den Schweizer Alpen war ein Flickr-Nutzer schockiert, als er dies in einem dunklen Loch in der Seite des Berges sah. Bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass es eine Überwachungskamera war. Okay, ich würde so schnell wie möglich von dort verschwinden, aber die Spionagekamera ist nicht wirklich etwas Verdächtiges. Das Loch führt hinunter in einen unterirdischen Atombunker. In der Schweiz gibt es etwa 20.000 öffentliche Bunker und hunderttausende weitere private Bunker. Die meisten von ihnen sollen die Bürger des Landes vor einem Atomangriff schützen. Aber in der Aare-Schlucht in der Mitte des Landes findest du etwas ganz anderes. Sintflutartige Wassermassen haben diesen magisch anmutenden Ort am Ende der Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren in den Kalkstein gegraben. Du kannst den größten Teil der natürlichen Schönheit erkunden, aber wenn du an der richtigen Stelle hinsiehst, wirst du ein unzugängliches Loch in der Seite des Felsens entdecken. Wenn du genauer hinsiehst, wirst du feststellen, dass es auf der Rückseite eine Ziegelwand gibt. Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein weiterer Bunker. Dieser wurde im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs gebaut und war anscheinend super luxuriös, mit einem komplett eingerichteten Aufenthaltsraum und holzverkleideten Wänden. Irgendwie bezweifle ich, dass er heute auch noch so luxuriös ist, aber das kann man nicht herausfinden, es sei denn, man hat Lust auf ein gefährliches Bad im rauschenden, eiskalten Wasser. Ja, ich passe. Der See des Verderbens. Seen werden oft als Orte des Friedens und der Ruhe angesehen. Aber es gibt einen See im nordindischen Himalaya, der einen viel dunkleren Ruf hat. Der Ropkundsee liegt zwischen felsigen Gletschern in einer Höhe von über 16.000 Fuß über dem Meeresspiegel und birgt ein unheimliches Geheimnis. Wenn du an den Rand gehst und ein Bad nimmst, werden deine Füße nicht den Boden berühren, sondern eines von hunderten von menschlichen Skeletten. Die Menschen wurden 1942 auf den See aufmerksam, als ein Förster die Überreste eines Grizzlybären entdeckte, die unter dem Wasser lagen und in der Gegend verstreut waren. Die Knochen selbst sind aber viel älter und stammen aus einer Zeit zwischen 200 und 1200 Jahren. Was zum Teufel machen die alle da unten? Rätselhafterweise haben die meisten Schädel Kopfverletzungen, die aussehen, als wären sie von runden Gegenständen verursacht worden. Das führte zu Spekulationen über eine Art verrückter Hagelsturm, oder besser gesagt viele verrückte Hagelstürme über einen langen Zeitraum. Trotzdem haben wir keine eindeutige Antwort. Warum gibt es an einem so bestimmten Ort so ungewöhnlich viele starke Hagelstürme? Und warum hat dieser Ort so viele Menschen angezogen, nur um dann ins Verderben zu stürzen? Wir reden hier von etwa 300 Menschen, die alle in einem winzigen See auf dem Gipfel des Himalayas ausgelöscht wurden. Ich weiß nicht, wenn ich nur daran denke, wird mir mulmig. Was denkst du? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Das uralte Kind. Ich gebe zu, dass ich nicht gerade der Allermutigste bin. Aber es gibt eine Sache, vor der ich mehr Angst habe als vor allem anderen. Höhlenforschung. Es ist dunkel, gefährlich und klaustrophobisch. Deshalb hätte ich mich nie in das Rising Star Höhlensystem in den südafrikanischen Malmani-Dolomiten wagen können. Die amerikanische Archäologin Becca Peixoto war jedoch auf einer Mission. Obwohl die Rising Star Höhle sehr eng und tückisch ist, hat sie schon einige unglaubliche archäologische Entdeckungen gemacht und Becca wollte noch mehr finden. Deshalb stieg sie im Jahr 2021 in die Felsenhöhle hinab, um zu sehen, welche Geheimnisse sie birgt. Nachdem sie sich ihren Weg durch das enge, labyrinthartige System gebahnt hatte, stieß sie auf eine scheinbare Sackgasse. Doch in der Mitte des Felsens befand sich ein langer, schmaler Spalt, durch den sie gerade noch hindurchzwängen konnte. Unbeirrt tat sie etwas, was ich nie tun würde. Sie zwängte sich komplett hindurch. Ein Spalt, der so groß ist wie ein halbes Subway-Sandwich. Obwohl die Vorstellung, in einem winzigen Spalt in einer tiefen unterirdischen Höhle stecken zu bleiben, für mich die Hölle ist, hat Becker tatsächlich etwas gefunden und es geschafft herauszukommen. Einen kleinen, seltsam aussehenden Schädel. Es stellte sich heraus, dass er zu einem jungen Homo Naledi gehörte, einem Verwandten des modernen Menschen, der vor etwa 350.000 Jahren in Südafrika lebte. Wenn man bedenkt, wie zerbrechlich die Knochen von Kindern sind, ist es erstaunlich, dass der Schädel nach all der Zeit noch so gut erhalten ist. Aber noch verwirrender ist, warum der Schädel ohne den Rest des Körpers gefunden wurde, was darauf schließen lässt, dass er absichtlich in die Spalte gelegt wurde. Okay, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Wahrscheinlich war es aber keine dunkle Magie oder ein geistesgestörter Mörder aus der Antike. Da Homo Naledi soziale Lebewesen waren wie wir, ist es eher ein Beweis für eine Art Bestattungsritual. Trotz den
Hut ab vor Bäcker. Oder besser gesagt, Kopf ab. Also gut, das waren alle Geheimnisse, die ich heute mitgebracht habe. Welches fandest du am faszinierendsten? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.